Wir haben schon wieder 10 Minuten vor 6. Guten Morgen und wir haben Montag. Wir starten in eine neue, frische Woche, in einem Monat und in eine neue Jahreszeit. Gell, Corinna? Ja, richtig. Der 1. März ist nämlich meteorologischer Frühlingsanfang. Also wir fangen schon am 1. immer an, die Jahreszeit zu rechnen. Und meteorologischer Frühlingsanfang ist der Startpunkt, dem Winterspeck endlich Servus zu sagen. Wir sagen Ihnen wie. Das Antenne Bayern Service Spezial. Die 10 größten Abnehmirrtümer. Präsentiert von Limit. 0% Zucker. Einer dieser Irrtümer ist zum Beispiel, dass FDH super sein soll, also frisst die Hälfte. Das ist absoluter Quatsch. Besser die Mahlzeiten einhalten und zwischendurch mal ein bisschen Obst essen. Gell? Sonst gibt's nachher den sogenannten Jojo-Effekt. Es gibt aber noch viel mehr solcher falschen Behauptungen. Bei uns ist heute Antenne-Bayern-Fitness-Experte Martin Rösch. Guten Morgen. Guten Morgen, Likey. Martin, ich habe ja irgendwann mal gelernt, Abendsessen macht dick. Ja. Stimmt so nicht. Oh. Denn eine Kalorie in der Früh ist genauso die gleiche Kalorie wie am Abend. Halleluja. Was für eine Erkenntnis. Was zählt, ist einzig und allein die Kalorienmenge, die wir über den gesamten Tag aufnehmen. Kalorienbomben wie Chips, Nüsse oder Schokolade abends auf dem Sofa wirken genauso am Morgen oder am Mittag. Okay. Wie überall ist die Menge entscheidend zum Abendessen. Okay, dann möchte ich jetzt ganz konkrete Tipps hören. Nicht zu spät essen. Mhm. Unser Körper braucht Zeit, Nahrung zu verarbeiten. Das heißt, wann? In der Regel 2 bis 3 Stunden vor dem Schlafengehen. Alles schön und gut, aber wenn ich jetzt Spätschicht habe und von mir aus erst um 10, halb 11 nach Hause kommen, da schiebe ich mir dann auch gerne nochmal was rein. Was mache ich dann? Die sollten lieber 2 bis 3 Mal am Tag eine Mahlzeit zu sich nehmen. Mhm. Dann fällt das Abendessen in der Regel nicht ganz so üppig aus. Mhm. Also 2 bis 3 Mal über den Tag verteilten Schweinsbraten, dann darf es am Abend auch mal nur ein Schnitzel sein. So das sind gleich an Mosas Fantasie. Also sag mal, Kalorie ist Kalorie, egal zu welcher Tageszeit. Essen am Abend macht nicht grundsätzlich dick. Die Menge und die Uhrzeit sind entscheidend. Danke an den Fettebahn Fitness-Experte Martin Rösch. Ja, heute Morgen und den ganzen Tag lang klären wir auf über die 10 größten Abnehm-Irrtümer. Aber nur hier auf Antenne Bayern. Und jetzt geht's rein in den 1. März. Um genau 7 Minuten vor 6 mit Bon Jovi. We weren't born to follow.